Da, da, probier. Hopp! So, heute gibt es einen Aprikosen-Konfi. Aprikosen sind super reif. Am besten sind sie, wenn sie überreif sind für die Konfi. Die ist jetzt auch schon ein bisschen überreif, das ist perfekt. Das Rezept habe ich von einem guten Freund von mir, von Thomas Dorfer und Lisa Wagner-Bacher aus der Wachau. Es braucht nicht sehr viel, es braucht schöne Aprikosen, Zucker, ein bisschen Zitrone und am Schluss noch ein bisschen Schnaps, um das schön abzuflemmen, damit man es dann auch einbomben kann, damit es auch lang haltbar wird. Als erstes tue ich gerade mal die Aprikosen zuschneiden und dann tun wir sie marinieren mit dem Zucker. Am besten so über Nacht. Mmh. Zack, zack, oder? Nicht einschlafen bei diesen Arbeiten. Das ist manchmal so ein bisschen meditativ, aber mein Regisseur hat das nicht gegeben. Ich muss ein bisschen schneller arbeiten. Jetzt gebe ich da Zucker dazu. So ein der Schlüssel von Zucker und Früchten. Das sind 3 Kilo Früchte und 700 Gramm Zucker. So ist es richtig fruchtig auch. Aber ein bisschen Zucker braucht es natürlich. Jetzt müssen wir das doch schön marinieren. Ein bisschen Zitronensaft dazu. Gut abmischen. Und am besten lassen wir das halt über Nacht ein bisschen stehen. Wir haben jetzt schon alles vorbereitet. Und so können wir schon zum nächsten Step vorspulen. Da jetzt schon die marinierte Aprikose. Minimum 12 Stunden ist am besten, dann kommt auch der ganze Saft raus. So, jetzt kochen wir das hier schön auf. Da müsst ihr auch dabei bleiben, da müsst ihr immer schön rühren. Jetzt ist es noch nicht am Kochen, aber sobald es ein bisschen dickt und so, besteht auch vor, dass es abbrennt. Also immer schön rühren. So, dann habe ich schon ein paar Schnappgläser vorbereitet. Die tun jetzt gerne mal schon sterilisieren nebenzu. Die tun jetzt einfach mal hier reingehen. Und da geht die heiße Konfi drin. Ein Schnaps drauf, Aprikosen-Schnaps. Mit einer Flamme zusammen tun wir es jetzt gerade zuschnappen. So, so sieht das gut aus. Jetzt zum Sicheren gehen, können wir es jetzt auch einmal noch mal kurz noch mal absterilisieren. Noch mal ein bisschen Köchelrolle drin. Das noch mal für 10 Minuten hier nachkochen lassen. So, das war es für heute. Aprikosen-Konfi. Das wird euch ganz viel Freude bereiten, auch Monate später noch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich im Atelier Caminada. Ciao!